seit dem Sommer von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert wird. Was ist das Marburg-Modul und wie funktioniert es? Folgendermaßen. Wenn ich als Studentin oder Dozentin eine Idee habe zu einem Thema von gesellschaftlicher Relevanz, dann habe ich die vielleicht alleine oder schon mit anderen, vielleicht auch mit außeruniversitären Akteurinnen. Und diese Idee fasse ich dann erst einmal als Projektthema. Dabei helfen dann schon gerne die Expertinnen aus der Hochschuldidaktik hier im Marburg Skills Center bei uns. Mit dieser Projektidee gehe ich dann zum Barcamp am Anfang des Semesters und stelle die Projektidee dort vor. Werbe für Teilnahme und wenn es ein studentisches Projekt ist, in dem noch keine Lehrenden dabei sind, werbe ich auch darum, Lehrende als SponsorInnen zu gewinnen. Am Ende dieses Barcamps, am Anfang des Semesters, steht dann ein interdisziplinäres Team beziehungsweise stehen verschiedene interdisziplinäre Teams aus Studierenden und Lehrenden. Dann geht es los mit dem Projektstart und auf dem Weg der Projektarbeit bieten wir dann Workshops und digitale Angebote an. Das heißt, die Studierenden oder die ProjektteilnehmerInnen können sich während ihrer Projektarbeit bedarfsorientiert Workshops und Mikrolerneinheiten, die digital verortet sind, zum Thema Moderation, zum Thema Zeitmanagement, zum Thema Projektmanagement dazu wählen und so ihre Projektarbeit individuell voranbringen. Das sind Angebote, die wir in jedem Semester jetzt weiter aufbauen und differenzieren. Die Projektgruppen treffen sich dann in hybriden Lehr-Lern-Arrangements, wenn sie wollen, also in vorbereiteten Räumen, wo sie vor Ort sein können, sich aber auch online dazuschalten können. Und auch hier unterstützt durchgehend die Hochschuldidaktik dann mit didaktischen und methodischen Impulsen. Wir arbeiten also an dem Projekt und dann werden Zwischenstände immer wieder in Kolloquien vorgestellt für die Studierenden. Die Lehrenden haben gleichzeitig auch noch ein Lehrendenforum, in dem sie ihre inter- und transdisziplinäre Lehre reflektieren können und sollen. Ganz zum Schluss, am Ende des Semesters, wird das Projekt vorgestellt und idealerweise auch zumindest in Teilen umgesetzt. Soweit der Ablauf. Damit Sie einen Eindruck davon bekommen, was hier Themen sein könnten, habe ich mal zwei Themen aus dem letzten Wintersemester mit dabei. Ein Thema war Green Up Universität Marburg, das Nachhaltigkeitszertifikat für unsere Uni. Das war ein Team aus einem Professor für Volkswirtschaftslehre und der Green Office AG, einer studentischen AG an der Universität, die im Laufe ihres Projekts ein Zertifikat entwickelt haben für Nachhaltigkeit für das Studienprogramm, das wahrscheinlich übernächsten Semester auch umgesetzt werden wird. Das zweite Beispiel, Gesprächsvoraussetzung, interdisziplinäre Verständigung und die Corona-Krise. Hier Lehrende aus der Sprechwissenschaft und Indogermanistik, Studierende aus unterschiedlichsten Fächern, die gemeinsam an einer Ausstellung gearbeitet haben mit Podcasts und Plakaten. Diese Ausstellung könnten Sie jetzt, wenn Sie wollten, in Marburg noch begehen. Diese beiden Projekte aus der ersten Phase des Marburgs-Moduls zeigen, was ab dem nächsten Jahr dann bei uns möglich ist. Ab 2022 wird dieses Modul fester Bestandteil für alle Bachelorstudierenden sein in der neuen Studienstruktur. Das heißt, alle Studierenden können ein Projekt vorschlagen oder sich in ein Projekt einwählen und sind dann mit interdisziplinären Lehrenden und Studierenden-Teams unterwegs. Was wollen wir mit diesem Format? Wir wollen gern Studierende darauf vorbereiten, an Fragestellungen mitzuarbeiten, die sie selbst mitbestimmen und schärfen, die eben nicht fachlicher Kern ihres Studiums sind, mit Personen, die einen anderen fachlichen Hintergrund haben als sie und auf Ziele hin, die sie auch selbst bestimmen können. Für die Wissenschaftlerinnen ermöglicht dies aus unserer Sicht auch in der Lehre inter- und transdisziplinäres Formate zu erproben und Reflexion zu ermöglichen. Dieses Lehr-Lern-Format soll also verschiedene Communities of Practice zusammenbringen, auf Studierenden- und Lehrendenebene. Es soll Reflexionsraum bieten für die eigene Community of Practice, wiederum für Studierende und für Lehrende. Und es soll natürlich auch Skills im Bereich Projektarbeit und Projektmanagement ausbilden. Und idealerweise soll es auch überschwappen auf die Lehre an der Philipps-Universität wirken, über das Marburg-Modul hinaus. Vielen Dank.
Herr Stande, schalten Sie sich rein. Können Sie mich hören? Ja. Kann man mich hören? Ja, hervorragend. Karlsruhe aus einem Seminar für Didaktik der Informatik 1 und ich möchte die Gelegenheit heute nutzen, um die Relevanz der Informatik für die digitale Transformation hervorzuheben. Zu diesem Zwecke werde ich meine Folien, meinen Bildschirm jetzt teilen. Und ich hoffe, man kann die Folien jetzt auch sehen. Kann man die Folien sehen? Ja, wir sehen Ihre Folien. Wunderbar, alles klar. Also, es geht um digitale Transformation und im Kontext mit den darunterliegenden Konzepten der Informatik. Dazu habe ich mir von Honecker aus der Schweiz eine Grafik angesehen und diese entdeckt, wo denn der Prozess der Digitalisierung, der digitalen Transformation nochmal dargestellt wird auf einer Zeitachse. Honecker geht davon aus, oder erklärt das so, dass Grundlage der digitalen Transformation zunächst einmal die Einführung von neuerer Digitaltechnik ist. Dass mit Digitaltechnik sozusagen ein gewisser Transformationsprozess in der Gesellschaft bewirkt wird. Und dieser Transformationsprozess aufgrund der Tatsache, dass es eben digitale Geräte, Digitaltechnik gibt, führt zu einem bestimmten digitalen Wandel. Und die Frage ist eben, ob denn dieser digitale Wandel irgendwann mal auch zu einem Ende geführt werden wird. Ob das dann dieser digitale Wandel irgendwann mal auch in einen Zustand übergeführt wird. Das ist eben die Perspektive auf den digitalen Transformationsprozess auf Grundlage der Digitalisierung durch einen Auslöser, durch Digitaltechnik. Und diesen Balken oben, den Sie mit digitaler Bildung auch noch sehen, den habe ich nochmal ergänzt, weil natürlich, wenn Digitaltechnik oder jegliche Technik, aber in diesem Fall Digitaltechnik, neu eingeführt wird und in Eingang in die Gesellschaft findet, dann muss man sich natürlich irgendwann mal die Frage stellen, wie sieht denn die digitale Bildung zu diesem Thema denn aus? Wie kann denn die Gesellschaft zu diesem Komplex digitale Bildung, Digitalisierung, Digitaltechnik gebildet werden, was denn auch notwendig ist, um eben den Umgang mit den neueren Technologien auch zu verstehen und das auch mündig mit verwenden zu können. Das ist insofern sehr wichtig, weil eben in einer, wie wir es haben, von Digitalisierung geprägten Welt Menschen wirklich dazu ermächtigt werden müssen, selbst im Umgang mit digitalen Medien Entscheidungen treffen zu können und gleichberechtigt in der Gesellschaft partizipieren zu können. Denn wenn wir der Digitalisierung in der Gesellschaft mit Unwissenheit begegnen und nicht darüber unterrichtet sind, wie denn die darunterliegenden Konzepte dieser Technologien auch aussieht, dann sind wir der Digitaltechnik sozusagen ausgeliefert und müssen zusehen, wie denn die Digitaltechnik sozusagen mit uns operiert und nicht umgekehrt. Und da kommt jetzt die Informatik ins Spiel. Warum die Informatik? Weil eben Grundlage der Digitaltechnik, der Digitalisierung, der digitalen Transformation informatische Konzepte sind. Und informatische Konzepte sind sehr, sehr langlebige Konzepte, die eben nicht zur Digitalisierung eingeführt wurden, sondern Digitalisierung entstand auf Grundlage von informatischen Konzepten. Und die Idee dahinter ist, dass die Digitalisierung und die digitale Transformation dann in die Bildung der Gesellschaft implementiert werden kann, integriert werden kann, wenn die darunterliegenden Konzepte der Informatik auch verstanden werden und man sich die aneignen. Und die informatischen Konzepte sind natürlich sehr vielfältig und einige davon sind hier auf dieser Folie auch aufgelistet. Manche sind sehr geläufig, wie zum Beispiel Algorithmen, Abstraktion, hört man auch sehr oft in den Medien, aber viele andere Konzepte spielen hier natürlich auch eine Rolle. Um das etwas zu verdeutlichen, möchte ich hier eine Grafik zeigen, wo man dann auch sieht, wie denn die Konzepte der Informatik als darunterliegende Konzepte zu den Digitalisierungskonzepten, den sichtbaren Konzepten auch eine Rolle spielen, wenn wir uns beispielsweise Messaging-Dienste ansehen. Messaging-Dienste funktionieren teilweise mit End-to-End-Verschlüsselung.
sieht man auch, ne, wenn man die Chats in einem Messenger-Dienst aufmacht, dann steht auch ab und zu da, dieser Chat wird end-to-end verschlüsselt und so weiter. Nur was bedeutet denn das eigentlich? Was bedeutet denn das für mich als teilnehmende Person der in der digitalen Welt zu wissen, was bedeutet eine End-to-End-Verschlüsselung? Und was bedeutet das vor allem, wenn ein Chat nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt ist? Ne? Wenn das dieses kleine Detail nicht vorhanden ist. Und das zu wissen, umso interessant ist das zu wissen, das dahinterliegende Konzept der Public Key Encryption sich anzusehen. Oder Navigationssysteme. Navigationssysteme in Autos, auf Handys oder sonst auch irgendwo. Kennt denn jeder? Und viele wissen natürlich, dass da irgendwie auch informatische Konzepte dahinter liegen. Aber der Kern ist, dass die informatischen Konzepte sich, die dahinter liegen, durch Abstraktion auf Graphen, Modelle, sich reduzieren lassen und damit man ganz gut nachvollziehen kann, wie denn so ein Navigationssystem funktioniert. Was ich Ihnen damit sagen möchte, ist, dass es in erster Linie vielleicht gar nicht so wichtig ist zu wissen, warum denn jetzt ein Navigationssystem auf graphenbasierten Systemen fußt, sondern viel wichtiger ist zu wissen oder die Haltung zu bekommen, zu sehen, dass neueste Technologien keine Wunderwerke sind, keine Erfindungen sind, die man überhaupt nicht nachvollziehen kann, sondern dass die darunterliegenden Konzepte eigentlich relativ einfach zu erkennen und nachzuvollziehen sind. Und das bewirkt dann in weiterer Folge auch, dass man eben sehr objektiv und neutral neueren Technologien gegenübertreten kann. Das Ganze mit Informatik und Digitalisierung wurde auch sehr gut von Shannon Twing mit dem Begriff Computation Thinking zusammengefasst. Und sie meinte auch, Computers are dull and boring, humans are clever und imaginative. Also das sozusagen, dass eigentlich der Kern der Sache ist, dass der Mensch den Computer als Werkzeug verwendet, um eben Dinge in der Digitalisierung zu ermöglichen und nicht umgekehrt. Und wenn man das jetzt nochmal vielleicht ein bisschen provokant auf diese Folie von vorhin nochmal abbildet, dann könnte man sagen, dass diese Messaging-Dienste, wenn ich ein Handy in der Hand habe und einen Messaging-Dienst verwende, in erster Linie vielleicht auch nicht ganz so geistreich ist, eher dull. Und sozusagen der clever Teil des Ganzen ist, wenn ich darüber Bescheid weiß, wie ein Public Key Verschlüsselungsverfahren aussieht und funktioniert, damit ich dann mit diesem Wissen weiter folgen auch weitere Messaging-Dienste auch einsetzen kann, ob die verwendet sind. Ich muss Sie leider an dieser Stelle unterbrechen. Ja? Die 5 Minuten sind schon um, wenn nicht auch 6 oder 7. Eine Minute noch? Nee, eine halbe. Halbe Minute. Genau, aber jetzt kommt eigentlich die wichtigste Folie. Vielen Dank, dass die informatischen Konzepte eben, wenn man sich diese Grafik aus der ersten Folie nochmal ansieht, als Grundlage, warum das so wichtig ist, eben in das Pflichtfach Informatik auch zu überführen und warum es so wichtig ist, das Pflichtfach Informatik wirklich auf allen Schulstufen in allen Bundesländern zu integrieren, um die Gesellschaft auf die digitale Transformation auch dementsprechend vorzubereiten. Vielen Dank. Hallo auch von uns. Wir sind Johanna Wieselek und Florian Kohler und arbeiten beide an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg in einem Projekt zur Verbindung von Digitalisierung und Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass Sie Ihnen jetzt kurz einige Aspekte davon vorstellen möchten. Vielleicht erstmal dazu, was Bildung für nachhaltige Entwicklung eigentlich ist. Und es ist ein wichtiges Bildungskonzept für die Gestaltung der Zukunft und wird ungefähr seit 30 Jahren politisch gefördert und soll als fächer- und disziplinübergreifendes Bildungskonzept die Themen und die Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN unterstützen. Beispiele sind dafür Klimawandelbildung oder die Auseinandersetzung mit noch bestehenden postkolonialen Strukturen. Und wie man in dem Zitat, was wir ausgesucht haben, ja gut sehen kann, ist so die Frage zentral, wie wir eigentlich in Zukunft zusammenleben möchten, und Bildung für nachhaltige Entwicklung soll eben in die Lage versetzen, ein verantwortungsvolles Handeln im Zuge von Umweltschutz und Generationengerechtigkeit zu forcieren. In dem Projekt Future N, wo wir beschäftigt sind, geht es darum, Bildung für nachhaltige Entwicklung weiter und stärker noch in dem aktuellen Bildungssystem zu implementieren. Und unser Fokus ist die Weiterbildung von
BNE-MultiplikatorInnen und unsere Zielgruppen sind dabei Lehrkräfte und Hochschuldozierende. Und das, was Sie gerade sehen, ist ein Screenshot unserer E-Learning-Plattform. Unsere Module nehmen entweder 45 Minuten oder 90 Minuten in Anspruch und orientieren sich dabei an Unterrichtseinheiten. Die einzelnen Lerneinheiten, die Sie jetzt hier auf der rechten Seite sehen, sind wiederum nur 5 bis 10 Minuten lang und so aufgebaut, dass sie in sich schlüssig sind. Bedeutet, jeder hat einen eigenen Einstieg und eine eigene Lernsicherung. Und dadurch kann jede Lerneinheit einzeln je nach Interesse angewählt werden. Sie können aber auch linear absolviert werden, wie es jetzt hier zu sehen ist. Sie kennen alle das typische Prinzip eines Lernmoduls. Es werden linear nacheinander einzelne Lerneinheiten absolviert. Am Schluss gibt es dann eine Aufgabe zur Lernsicherung. Bei uns ist die Abfolge, wie gesagt, nicht zwingend linear. Da jede Lerneinheit in sich schlüssig ist, kann nach jeder Lerneinheit selbst die nächste Lerneinheit ausgewählt werden, je nach eigenem Interesse oder Anforderungen. Nach jeder Lerneinheit werden Ihnen dann 3 bis 5 Lerneinheiten als Nachfolge angeboten. Neben der linear folgenden werden zusätzlich thematisch passende angeboten. Sollten Sie zum Beispiel gerade eine Lerneinheit zu E-Mobilität absolviert haben, könnte nachfolgend eine zu Lithiumabbau in Chile angeboten werden, als Beispiel. Damit ist die Plattform lernendenzentriert und ganz wichtig, gibt Ihnen die Möglichkeit, sich über Zielkonflikte innerhalb nachhaltiger Entwicklung bewusst zu werden und über diese zu reflektieren, was ein ganz zentraler Bestandteil von Bildung für nachhaltige Entwicklung ist. Damit Lernende nicht zu passiven Konsumierenden von Inhalten werden, werden zusätzlich zu eher passiven Formaten wie Videos, Audios und Texten auch viele interaktive Formate genutzt. Damit müssen sich Lernende Lerninhalte aktiv aneignen, wodurch der Lernerfolg erhöht wird. Zu den aktiven Formaten zählen Quizzes, Zuordnung, Visualisierung, aber auch gänzlich aktive Lernpfade. Unser Torf heißt aber Studierende als Prosumenten adaptiver E-Learning-Angebote. Das Prinzip wollen wir kurz an unserem Seminar Bildung für nachhaltige Entwicklung, vielfältige Perspektiven, kritische Reflexion und digitale Umsetzung verdeutlichen. Genau, in dem Seminar ist unser Ziel, Studierende zu befähigen, sich tatsächlich aktiv mit Themen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung auseinanderzusetzen und auch deren digitaler Umsetzung, damit sie eben nicht nur Konsumierende, sondern auch Produzierende sein können, müssen sie im Rahmen des Seminars eigene E-Learning-Einheiten zu verschiedenen und vor allem selbstgewählten BNE-relevanten Themen, also zum Beispiel auch aus ihrer eigenen Disziplin, erstellen. Und so sind sie gleichzeitig, was im Zuge einer BNE sehr zentral ist, nicht nur Lernende, sondern gleichzeitig Lehrende. Und somit haben die Studierenden die Möglichkeit, durch diese eigene didaktische Aufbereitung sich die Themen nochmal anders anzueignen, sie anders zu durchdringen und eben dann aufzubereiten und da eine aktive Auseinandersetzung anzuleiten. So, das war's von uns und wenn Sie möchten, dann können Sie gerne nochmal Kontakt zu uns aufnehmen. Vielen Dank. So, jetzt kann man mich, glaube ich, auch hören. Hallo, Raphael Wimmer, Universität Regensburg. Ich leite da eine kleine Nachwuchsgruppe und lehre unter anderem im Studiengang Medieninformatik, am Lehrstuhl für Medieninformatik. Und ich erzähle ein bisschen was zu kraftbasierte Entwicklung von Curricula und Lehrveranstaltungen. Es ist eine kleine Idee, die aus einem Problem oder einer Herausforderung geboren wurde. Es wird nämlich gerade eine neue Fakultät für Informatik und Data Science gegründet bei uns an der Uni. Bisher hatten wir nur so ein paar Bindestrich-Informatiken, die überall verteilt sind. Jetzt wird das Ganze zusammengeführt. Und das sollen natürlich in diesem Kontext neue Studiengänge auch entstehen. Und naja, also Punkt 1 ist klar, neue Informatik-Studiengänge etablieren, aber gleichzeitig wollen wir diese existierenden Studiengänge, Medieninformatik, Computational Science, Wirtschaftsinformatik, irgendwie integrieren. Außerdem ist schon die Erwartung an uns hier, an dieser neuen Informatikfakultät, in der wir dann landen, dass diese auch über die eigene Fakultät hinaus wirkt und auch Lehrangebote natürlich für alle anderen Fakultäten anbietet, weil, wie wir gerade auch gehört haben, Digitalisierung, Informatik ist doch irgendwie für ganz viele andere Disziplinen ganz hilfreich. Und
Da ist aber die Frage, wie machen wir das am besten? Kopieren wir einfach Studiengänge von anderen Universitäten? Machen wir das einfach so aus dem Bauchgefühl heraus? Oder können wir das irgendwie besser machen? Und das Ziel ist schon, irgendwie so kohärente Studiengänge zu haben, die klar ein Profil haben. Aber gleichzeitig wollen wir alle ungewollten Doppelungen vermeiden. Das heißt, nicht die gleichen Inhalte in 5 verschiedenen Lehrveranstaltungen anbieten oder ganz viele Lehrveranstaltungen, die sich größtenteils ähneln, anbieten für verschiedene Zielgruppen, für die Informatiker, für die Wirtschaftler und so weiter und so fort. Also wie können wir hier effizient arbeiten und gleichzeitig nutzerorientiert bleiben? Das heißt, wenn jetzt da ein Biologe kommt und sagt, hallo, ich würde gerne Machine Learning Konzepte verstehen, damit ich meine Mikroskopbilder analysieren kann automatisch. Wie mache ich das? Dann kann ich dem natürlich sagen, ja, setz dich erstmal in die Einführungsveranstaltung für die Informatik rein, dann kannst du darauf aufbauen und so in 3-4 Semestern hast du dieses Wissen. Dann sagt er, dafür habe ich jetzt keine Zeit, geht's nicht schneller. Und ja, als Informatiker war dann die Frage, was kann man da machen? Und ich komme hier mit der Idee, einen Abhängigkeitsgraphen zu machen. Abhängigkeitsgraphen sind ein Standardelement in der Informatik, im Software Engineering, sind jetzt in der Lehre, habe ich es bisher noch nicht so im größeren Umfang gesehen. Was ist ein Abhängigkeitsgraph? Wir haben einen Knoten für jeden Lerninhalt und die Abhängigkeiten zwischen den Lerninhalten. Also was muss ich verstanden haben, damit ich den nächsten Inhalt verstehe oder einfach verstehe, den kennzeichne ich über so einen Pfeil. Das heißt, wenn ich Multiplikation verstehen will, dann sollte ich vorher Addition verstanden haben. Wenn ich Zahlensysteme verstehen will, dann brauche ich sowohl Addition als auch Multiplikation. Und natürlich noch viel mehr. Das ist wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt, ein Beispiel. Und es zeigt mir eben auch für komplexere Themen, wenn ich binäre Gleitkommazahlen verstehen will, dann brauche ich eben Binärzahlen. Dafür brauche ich die Zahlensysteme und am Schluss die Addition. Das heißt, ich sehe, wo muss ich überall Vorkenntnisse aufweisen und sammeln, um zu einem bestimmten Ziel hinzukommen, zu einem bestimmten Lerninhalt. Und ja, was passiert, wenn ich so einen Graphen aufbaue mit allen Lerninhalten meines Faches und das Ganze dann irgendwie digital organisiere in so einem Graphen? Was kann ich dann Tolles machen? Zum einen kann ich zusammenhängende Themen klarer erkennen, weil die viele Abhängigkeiten untereinander haben und sagen, okay, das gehört sich vielleicht alles in eine Veranstaltung. Ich kann auch Vorkenntnisse identifizieren und sehen, okay, gewisse Themen, die brauchen 5 verschiedene Themenbereiche irgendwie als Vorkenntnisse, packe ich in eine Einführungsveranstaltung beispielsweise rein. Oder ich kann auch benutzerspezifische Lehrangebote machen, dass ich dem Biologen sagen kann, du willst Machine Learning, um Bilder zu analysieren, schau mal, das hier ist der Pfad, der dich dorthin führt. Diese Vorkenntnisse musst du alle erwerben. Und wie du das machst, da können wir dir gerne helfen. Da kannst du diese Lehrveranstaltungen anschauen oder diese Open Educational Resources und dann kommst du zu deinem Ziel. Gleichzeitig kann ich das natürlich auch auf einem kleineren Niveau, auf einem niedrigeren Niveau für Lehrveranstaltungen verwenden, zum Beispiel indem ich Kernthemen und Reihenfolge innerhalb einer Lehrveranstaltung identifiziere und optimiere, indem ich reflektiere, welche Themen sind jetzt eher wichtig, welche weniger wichtig. Und ich kann auch die weniger wichtigen, die aber trotzdem irgendwie noch dranhängen, kann ich meinen Studierenden zeigen und sagen, hallo, da gibt es noch eine Handvoll Themen, die hängen so und so an unserem Kerncurriculum in dieser Lehrveranstaltung, an dem Syllabus. Und ich kann auch konkrete Anwendungen anbinden. Ich kann sagen, wenn du automatische Bilderkennung mit deinem Handy machen willst, dann brauchst du das und das und das alles aus der Vorlesung und zusätzlich noch dieses Nebenthema, das wir jetzt nicht behandeln werden. Und gleichzeitig kann ich diesen Abhängigkeitsgraphen innerhalb meiner Lehrveranstaltung auch als Knowledge Graph mehr oder weniger verwenden und zu jedem Inhalt dann natürlich auch verknüpfen, ja, Tutorials, Lerninhalte, Foliensätze, Tests, Videos etc. etc. Das ist die Idee, was man damit alles machen kann. Mein erstes Experiment ist jetzt dieses Semester die Vorlesung Computergrafik und Bildverarbeitung, wo ich eben in Wikibase, das ist so eine Knowledge Graph Datenbank von Wikimedia Deutschland, die Wikipedia auch betreiben, das Ganze mal modelliere und gerade so am dynamisch aufbauen sind. Das ist ein Experiment mit den Studierenden. Wir schauen, was kann man da machen, was funktioniert nicht so gut. Meine Aufgabe ist jetzt sehr stark, habe ich festgestellt, eben diese Strukturierung auch noch viel stärker hinzubringen. Also weniger Material zu erstellen, davon gibt es jede Menge, sondern einen Weg durch diesen Abhängigkeitsgraphen zu zeigen, einen Standardweg und zu sagen, hey, das ist sinnvoll, jetzt als nächstes zu machen. Gleichzeitig probieren wir da viele Sachen aus. Das ist unser momentaner Stand. Was ist das Ziel hier? Insgesamt und akut. Die Idee ist, ich nehme einen Abhängigkeitsgraphen, packe alle Lerninhalte in einem Fach in diesen großen Graphen rein und dann nutze ich den, analysiere ich den automatisch, teilautomatisch, manuell, also indem ich drauf schaue
um Studiengänge, Lehrveranstaltungen zu konzipieren, zu optimieren. Und da gibt es natürlich ganz viele offene Fragen, die sicher schon gekommen sind. Und ich sehe es ja im Chat auch gerade. Wie feingranular mache ich solche Lerninhalte? Kurze Antwort, ich weiß es nicht, noch nicht. Und vielleicht gibt es da auch nicht die eine richtige Antwort. Welche Rollen haben die verschiedenen Leute? Also wo sind Studierende da gefragt? Wo jetzt eher weniger? Wer setzt das Ganze um? Wer baut sowas? Gibt es den einen oder hat jeder seinen persönlichen Grafen? Ganz viele offene Fragen, die ich noch sehe. Aktuell ist eben diese Lehrveranstaltung gerade so ein Experiment, wo ich das ausprobiere und auch ein bisschen mit den technischen Grundlagen spiele. Man kann, sobald man diese Graphen hat, hat man ganz viele neue Anwendungsmöglichkeiten, was man alles machen könnte. Fällt mir immer wieder auf. Und mittelfristig ist tatsächlich auch die Idee, der Rückhalt der Unileitung auch da, dass wir das mal verwenden, dieses Konzept, wenn es sich bewährt, um Informatikstudiengänge an der Uni Regensburg zu modellieren, zu konzipieren auch. Und langfristig ist natürlich die Frage, kann ich dann nicht vielleicht das Ganze vernetzen mit anderen solchen Abhängigkeitsgrafen oder Wissensgrafen aus verschiedenen Fächern oder über Hochschulen hinweg, dass wir letzten Endes einen großen Wissensgrafen Informatik, das ist mein Gebiet, haben und andere und jede Universität sich dafür ihre Studiengänge so ein Teil rauspickt und sagt, das ist das, was wir jetzt hier lernen. Also ist es nicht der Frage, dass wir auch vermisste Studiengänge verwenden können. Das war es jetzt von meiner Seite. Danke. Vielen Dank und auch fast in der Zeit. Wir haben jetzt noch kurze 3 Minuten Zeit für Fragen. Also zögern Sie nicht, schreiben Sie Ihre Fragen in den Chat oder reichen Sie die über unser Q&A-Tool ein. Solange Sie vielleicht noch überlegen, würde ich direkt mit einer Frage starten an Herrn Kohler und Frau Weseleck. Und zwar hatten Sie in diesen Lernpfaden Quizzes und Visualisierung genannt, aber auch aktive Lernpfade. Was genau ist denn das? Das sind, vielen Dank für die Frage erstmal, das sind Möglichkeiten, die man mit digitalen Tools wie H5P zum Beispiel hat, wo man definieren kann, nach welcher Lerneinheit was kommt. Und da kann jeder Lernende selbst aussuchen, was für einen Pfad man sich wählen möchte. Das heißt, man kann an jedem Knoten selbst entscheiden, ob A oder B und kreiert sich damit seinen eigenen Lernpfad. Das steckt dahinter. Dankeschön. Und wenn jetzt keine weiteren Fragen kommen, hätte ich noch eine Frage an Frau Hanken-Ees nämlich. Und zwar würde mich interessieren, wie das Modul denn angenommen wird tatsächlich. Also wie viele nehmen sozusagen die Chance wahr, sich da auch partizipativ an der Hochschulentwicklung ja letztlich irgendwie auch zu beteiligen? Ja, das lässt sich im Moment noch gar nicht so ganz genau sagen, weil wir im Moment noch in der Erprobungsphase sind. Also im letzten Wintersemester waren es um die 80. Und das muss man vor dem Hintergrund sehen, dass es im Moment noch nicht im Curriculum verankert ist und nicht in allen Studiengängen angerechnet werden konnte oder nur über Bande quasi, sodass wir schon davon ausgehen, dass wir jetzt ab dem Wintersemester 22, wenn es fester Bestandteil der Studienordnung ist für alle Bachelorstudierenden, dass wir uns dann da auf eine ganz andere Größe einstellen können. Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Wir wissen im Moment noch nicht, also das Format erlaubt durchaus sehr, sehr unterschiedliche Größen in dem Fall. Aber wir wissen noch nicht ganz genau, was uns da erwarten wird. Wir werden es natürlich massiv bewerben und unterstützen, sodass wir hoffen, dass möglichst viele die Möglichkeit wahrnehmen. Wunderbar, vielen Dank. Das klingt auf jeden Fall spannend und auch ja, herausfordernd in der Tat. Eine Frage noch von Heiner Busch. Das ist aber vielleicht eine Frage, die Sie auch im Anschluss noch persönlich klären sollten. Lieber Raphael, ich würde gerne die Biologie so modellieren. Hast du ein Vorgehensmodell? Da können Sie sich gerne im Anschluss an die Sitzung auch noch weiter darüber austauschen, über unseren Chat oder auch persönlich. Wir haben es jetzt 12.40 Uhr, damit sind wir auch schon am Ende der Zeit angekommen. Ich bedanke mich bei allen SpeakerInnen ganz herzlich, ja, auch für die Fragen von Ihrer Seite.